Singen vor Freude, da haben die Geschäftsleute hier des Singener Einzelhandels einen Film zusammengestellt und hierfür haben wir viel Musik komponiert. Für Singen steht natürlich hier dieser Hohentwiel und dazu haben wir ein Leitmotiv, ein Leitthema gefunden und umkreist, umzeichnet gerade eben diesen Berg, den Hohentwiel. Also eine Flüge zu spielen ist immer was Geniales, dass man was komponiert und dass es dann später auch veröffentlicht wird und einfach dass man diese Erfahrung mal mitnimmt, dass man auch wirklich ein Projekt durchzieht und dass es auch einen Sinn hat. Da müsst ihr so eintragen, dass ihr nachher da genau wisst. Bisschen lauter. Ja, also wir haben ja eine andere Aufnahme schon gehabt und die wir uns auf die Ohren spielen lassen, damit wir eine Orientierung haben, aber das Problem war, dass die teilweise nicht ganz gestimmt hat zu dem, was wir jetzt aufnehmen wollten. Und das hat sich jetzt aber wieder geklärt. Und jetzt hoffe ich, dass es gut vorangeht und wir möglichst bald die Aufnahme dann in den Händen haben. Also eigentlich am meisten Spaß hat es immer gemacht, wenn wir uns einfach hingesetzt haben und einfach mal gespielt haben. Jeder halt an seinem Instrument und mal schauen, was draus kam. Also improvisiert und da waren wir auch meistens eigentlich am kreativsten und am produktivsten. Und dann kam halt irgendwie so das Thema zustande und dann fängt man an, das irgendwie weiter auszuarbeiten, noch eine zweite Melodie dazu und dann in die Stimmen zu verteilen. Und da bräuchte ich auch die Original nochmal drauf. Und ganz wichtig ist natürlich auch, die Chemie muss stimmen. Immer eine tolle Atmosphäre und lustig. Ja. Also ich glaube, es ist nie jemand rausgegangen und hat sich gezogen mit einem, weil er einfach keine Lust hatte oder so, sondern es hat immer Spaß gemacht. Weil dass die Jungs musikalisch noch mehr drauf und auch das Zeug zum Mädchenschwarm haben, beweisen sie mal eben in einer Pause. Ja, ich fand es interessant, weil wir ja alle aus ganz eigentlich unterschiedlich sonst Zugänge zu Musik haben. Also Gregor eher ins moderne Poppige und Simon und ich jetzt eher aus der Klassik und Timo so ein bisschen mehr Rock und irgendwie hat sich aber nicht zusammengefunden und wir haben halt dann aus allen möglichen verschiedenen Richtungen auch was da einfließen lassen. Ja, eben, wir haben uns alle gern und es ist immer eine lockere, spaßige Atmosphäre. Uns verbindet vor allem das Essen. Ja, auf jeden Fall die Schokobons. Ja, auf jeden Fall die Schokobons. Ganz so ein Zuckerschlecken ist es aber nicht immer. Jetzt hatte ich 5 Kreuze in meinem Stück, weil Saxophon ja ein transponierendes Instrument ist. Also wenn die anderen ein schönes D-Dur spielen wollen, muss ich H-Dur spielen. Es geht dann jetzt los. Okay. Ich hab so eine ganz unkluge Idee. Ja, wie viel brauchst du dir aufhören? Reicht es? Ich will auch mal reingeben in der Pause. Ich habe hier mitgemacht, weil alles nette Leute sind, die mitmachen. Und Musik komponieren und Musik spielen macht mir sehr viel Spaß und mit anderen gleich doppelt so viel Spaß. Genau. Die Entwicklung ist das Coolste, dass man sieht, wie von leeren Linien echt so seitenweise Stück entstehen und auch wie Leute, also wir haben uns ja nicht zusammengesetzt und alle Stimmen nebeneinander geschrieben, sondern vielleicht jeder mal zu Hause auf dem eigenen Instrument was probiert und dann hat sich das langsam so zusammengefunden. Und der Prozess war schon echt cool. Und wie schön das Ergebnis von diesem Prozess klingt, hören Sie auf dieser Internetseite. Laden Sie sich am besten gleich den Titel runter und spenden Sie. Das ist für einen guten Zweck. Die Schule möchte sich dafür ein Marimba-Phon anschaffen.